Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn des Jahres 2021 möchte ich Ihnen ein gutes und gesegnetes neues Jahr wünschen, in der Hoffnung, dass Sie einige ruhige Feiertage hatten im Kreis Ihrer Lieben. Gleichzeitig möchte ich mich für Ihren Einsatz, für das hohe Engagement im letzten Jahr bedanken. Dieses hohe Engagement wird sicher auch im vor uns liegenden Jahr nötig sein. Vor uns liegt ein ganz, ganz spannendes und herausforderndes Jahr. Wie geht es gerade jetzt auch nach den Ereignissen in den USA in der letzten Woche weltpolitisch weiter? Bekommen wir Fortschritte bei den ganz großen Themen dieser Zeit? Es finden sehr viele Wahlen statt im kommenden Jahr. Es geht am Wochenende schon los mit der CDU, mit den Wahlen zum Vorsitz. Wir haben im vor uns liegenden Jahr die Bundestagswahl. Wir haben 6 Landtagswahlen. Wir haben hier in Niedersachsen im Herbst kommunale Wahlen. Wir haben diverse Veränderungen im diözesanen Caritasverband des Bistums Osnabrück, also in unserem eigenen Haus. Wir haben Veränderungen beim deutschen Caritasverband. Und ich wünsche mir von Herzen und sicher auch in Ihrem Sinne, dass vieles uns in diesem Jahr gut gelingen möge. Jetzt zu einigen üblichen Informationen, die wir eigentlich im Rahmen des Herz-Jesu-Gottesdienstes immer weitergeben. Wir haben im Kontext unserer Organisationsentwicklung zum Jahreswechsel die Verantwortung für St. Anna Mutter Kind hier in Osnabrück an den SKF Osnabrück übertragen, wo es inhaltlich aus unserer Sicht auch ganz gut hinpasst und wo wir sowieso in den letzten Jahren immer schon gut miteinander kooperiert haben. Ebenso haben wir Gespräche geführt, weitergeführt mit dem Bistum über die ganzen komplexe Kirchenaufsicht und Versicherungswesen. Wir kommen weiter, stellen aber auch fest, dass viele kleine und große Teufelchen im Detail stecken. Wir sind eingestiegen mit einer Beteiligung bei der Firma Kaya und Kato, einem Start-up in Köln. Diese Firma stellt nachhaltige Berufsbekleidung für die Pflege her. Wir sind der Überzeugung, dass wir in Sachen Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit eben nicht nur die Lippen spitzen dürfen, wir müssen auch pfeifen und müssen auch an ganz konkreten Beispielen nachweisen, dass uns dieses Thema ernst ist. Der Staffelstab im Vorstand der LAGFW, also auf Landesebene bei den Wohlfahrtsverbänden, wurde an Gerd Tepe weitergegeben. Ich habe in der letzten Woche die Geschäfte sozusagen an Gerd Tepe übergeben und bin jetzt nach einer 2-jährigen Tätigkeit aus dem Vorstand ausgeschieden. Wir werden, wenn es gut läuft und auch möglich ist, noch in dieser Woche einen weiteren Rettungswagen, den wir bei den Maltesern gekauft haben, nach Allenstein überführen, allerdings nur bis an die Grenze, und die Akteure aus Allenstein werden dann, so wie es aussieht, in Frankfurt oder dieses Fahrzeug abholen. Wir haben eine Dienstvereinbarung geschlossen mit der Gesamt-MAV zum Thema betriebliches Konfliktmanagement. Bedeutet im Prinzip, da wo Konflikte so stark ausgebrochen sind, dass sie intern oder in dem Kontext nicht mehr gelöst werden, können sie dann einer Mediation überantwortet werden. Am gestrigen Tag habe ich Frau Durstewitz, Kollegin hier, langjährige Kollegin im Hause, für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Sehr erfreulich ist das enorme Spendenaufkommen im letzten Jahr. Man kann für fast alle Bereiche sagen, dass die Spenden gestiegen sind. Ein besonderes Erfolgserlebnis werden wir Ende Januar verkünden können. Wir haben, so wie es momentan aussieht, alle Rekorde bei Hand in Hand für den Norden bei der NDR-Aktion getoppt. Wie gesagt, bei meiner nächsten Inforunde werde ich Ihnen dann die exakte Summe nennen. So viel steht heute schon fest, dass für die 3 Caritas-Verbände in Niedersachsen sehr, sehr namhafte Summen für gute Projekte überkommen werden. Ich bleibe bei den erfreulichen Dingen. Wir konnten mit den Impfungen beginnen und ich würde zunächst erstmal sehr positiv vermerken, dass es innerhalb von knapp 9 Monaten
gegen alle bisherigen Erfahrungen gelungen ist, einen Impfstoff in die Welt zu bekommen, der getestet worden ist, der zertifiziert wurde und der uns, wie ich finde, Zuversicht und Hoffnung gibt. Wir liegen, anders als offensichtlich in anderen Zusammenhängen, bei den Fachkräften in unseren Einrichtungen nach den bisherigen Erfahrungen, und ich finde es ganz, ganz wichtig, sie auch einmal zu nennen, bei einer Quote bis zu 90%. Dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Das zeigt auch die hohe Verantwortung, die in unseren Einrichtungen übernommen wird. Denn, und das ist die Kehrseite dieser Medaille, das Infektionsgeschehen, muss man deutlich festhalten, war in der zweiten Welle sehr viel schärfer in unseren Einrichtungen, insbesondere in der Altenpflege, aber auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe, als in der ersten Welle. Wir haben sehr viele Todesfälle zu beklagen und es war bitter für uns alle, insbesondere auch für die Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Einrichtungen. Ein kurzer Blick nach vorne. Wir werden noch in den nächsten Wochen die neue Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes vorstellen. Ab morgen bis Freitag sind wir in der Bistumsklausur, die sich sehr intensiv mit den Perspektiven, den inhaltlichen, aber auch den finanziellen Perspektiven des Bistums auseinandersetzen werden. Das geht uns ja als Caritasverband auch ganz stark an. In Kürze werden wir zum Stand der Organisationsentwicklung des Diözesan Caritasverband nähere Dinge sagen. Wir haben die Überlegungen im letzten Jahr sehr weit vorangetrieben und Antonius Otten und auch ich werden zusammen Ihnen mitteilen, wie der momentane Stand oder die Ergebnisse dieser Überlegungen aussehen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir auch mit diesem neuen Jahr offen sind für neue Anfänge, wenn wir auch Neues und Unbekanntes an uns heranlassen. Ich möchte Ihnen in diesem Augenblick fürs Zuhören danken, verbunden mit der Überzeugung, dass durchaus noch eine herausfordernde Wegstrecke vor uns liegt. Es gibt eine große Sehnsucht nach Normalität. Ich hoffe, dass wir auf diesem Weg dieser Sehnsucht weiter entgegenkommen. Ich zumindest gehe mit einer begründeten Hoffnung ins neue Jahr, dass es mehr Auswege gibt als Abgründe und setze nach wie vor auf Solidarität und gegenseitige Hilfeleistung. Danke Ihnen und weiterhin ein gutes Jahr und alles Gute Ihnen.